Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr meinen Kanal Stempelhase gefunden habt. Ich möchte euch heute eine Anleitung geben für einen fantastisch einfachen Hintergrund. Und das macht ihr ganz schnell. Ihr nehmt euch einfach Masking Tape. Ein Masking Tape ist einfach dafür da, um einen Rahmen zu ziehen oder Bereiche aus einem Bild auszusparen. Das lässt kein Wasser durch. Man kann mit Aquarellfarben drüber malen oder mit Stempelfarben, je nachdem. Und dieser Bereich, den man abklebt, der bleibt einfach weiß. Ihr könnt die Klebekraft von dem Klebeband mindern, indem ihr das einmal auf eure Sachen klebt oder auf dem Handgelenk. So könnt ihr sicher gehen, dass das nicht das Papier reißt, wenn ihr das Klebeband dann abzieht. Ich platziere mir das Stencil, die Schablone, auf meinen Kartenaufleger und klebe mir auch diese Schablone fest, damit sie einfach nicht verrutscht und es hässliche Kanten ergibt. Wenn die Schablone gut festklebt, ergreife ich mir einen Blending-Pinsel bzw. einen Kosmetik-Pinsel und gehe dann mit der Stempelfarbe einfach herein in den Kartenrolling. Wie ich das meine, das zeige ich euch jetzt gleich. Ich nehme mir ein Stempelkissen meiner Wahl und gehe dann einfach von außen nach innen rein in die Karte, in das Papier und verstreiche dann die Farbe. Wenn ihr jetzt von der Mitte ausgehen würdet, da würde da ein dunkler Fleck entstehen. Aus dem Grund ist es immer besser, von der Schablone aus rein in das Papier zu gehen. So habt ihr keine hässlichen Absätze. Wenn die Ränder ein bisschen dunkler sein soll, also so wie ein Spotlight entstehen soll, dann gehe ich nochmal mit einem kleinen Pinsel herein oder mit so einem Blending-Pinsel, mit einem Make-up-Pinsel, den kann man sich wirklich ganz preiswert kaufen. Und da kann ich nochmal Bereiche viel dunkler machen und das macht sich gut mit so einem kleinen Blending-Pinsel. Der Hingucker für die Karte soll ja der Hintergrund werden. Aus dem Grund benutze ich jetzt einfach in derselben Farbe noch einmal einen Stempel. Das sind lauter solche kleinen Konfetti-Teile und Stempel mit der Schablone, also die Schablone lasse ich dann einfach liegen, nochmal ein paar Akzente auf den Hintergrund. Damit es nochmal richtig hübsch wird und knallt, kommen jetzt noch ein paar weiße Farbspritzer auf die Karte. Dazu lasse ich auch das Stencil liegen. So weiß ich, dass die Farbe nur auf den hellen oder auf den Bereich, den ich da gestaltet habe, drauf kommt. Und nirgendwo anders ist sonst die weiße Farbe zu sehen. Natürlich kann der Hintergrund nicht alleine bleiben. Jetzt kommt noch ein kleines Stempelmotiv. Dazu habe ich mir ein osterliches Motiv ausgesucht. Das ist ein Küken in einem Ei, was dann halt lustig hin und her hüpft. Und das male ich mir an. Damit wieder alles gut zusammenpasst, nehme ich mir einfach die übrig gebliebene Stempelfarbe von der Schablone, von dem Stencil weg und male mir das Ei in Blau an. Dann noch ein wenig Schatten, dass das Hühnchen oder das Küken genauso aussieht, also die Farbe so miteinander passt. Dann male ich einfach ein paar Bereiche, die halt dunkler werden. Ich nehme mir dazu meinen Aquarellkasten. Ihr könnt dazu aber auch gerne Stampin' Blends, Alkoholstifte, Buntstifte nehmen. Für mich gehen immer Aquarellfarben am schnellsten und damit kann ich immer sehr gut schnell was ausmalen, ohne dass da irgendwelche, dass ich da lange brauche. Also man braucht es einfach nur nass machen, Farbe ran und fertig ist schon alles. Das macht mir am meisten Spaß. Aquarellfarben liebe ich, aber man kann wie gesagt auch einfach Buntstifte, Aquarellstifte, was auch immer, was man da gerade hat, nehmen. Was ich gerne mache, ich stempel mir die Motive mehrmals. So kann man den Kartenhintergrund hintereinander weggestalten. Dann schneidet man sich die Motive, die Stempelmotive aus und hat dann Orakel, die Schnack, ein, zwei Karten oder auch drei, je nachdem, wie man da Lust hat, wie viel zu machen. Und das macht sich einfach besser. Man hat die Farbe einmal auf dem Pinsel und da kann ich mir dann gleich alle drei Küken anmalen. Und da ist ja nichts weiter dabei. Weiß ich nicht, was ich da noch erzählen kann. Ich habe noch die Größe 6. Den Pinsel mag ich. Man braucht fast für alles die Größe 6, finde ich. Man braucht nicht unbedingt große und kleine, mittlere Pinsel. Wenn man einen großen für den Hintergrund nimmt und dann noch einen mittleren in der Größe 6 und vielleicht noch einen winzig kleinen für so weiße Farbstriche oder Farbtupfen, das reicht für den Anfang vollkommen aus. Während ich erzählt habe, habe ich mein erstes Küken angemalt und um nochmal dunklere Bereiche zu machen und jetzt nicht nochmal in den Farbkasten zu müssen, nehme ich wirklich dann einfach meine Stampin' Blends
Und dann habe ich noch solche Marker. Da ist einfach Tintenfarbe drin. Könnte man genauso gut einen Filzstift nehmen. Also nehmt, was ihr habt. Und ich male jetzt gleich, wie gesagt, alle drei Küken an. Das Stempelset ist übrigens uralt. Ich gucke gleich mal nach, wie das heißt. Ich habe gerade nachgesehen. Also davon gibt es, also von den verrückten Hühnern gibt es zwei Sets. Und welches ich benutzt habe, das heißt 100 gute Wünsche und ist ein altes Stempelset von Stampin' Up. Aber mir geht es ja mehr um den Hintergrund. Und was ihr da für eine Figur vorsetzt, das ist ja egal. Es kann eine Katze, Hund, ein Mensch sein, was auch immer. Mein Kartenhintergrund ist fertig. Ich ziehe ganz vorsichtig das Washi-Tape, das Masking-Tape ab. Und dabei achte ich darauf, dass das Papier nicht einreißt. Wenn es doch mal passieren sollte, also es passiert mir auch öfters mal, dann macht das einfach so, geht von der anderen Seite weiter und friemelt euch das dann halt von links ab. Es ist nicht ratsam, dann die gleiche Seite weiterzureißen, weil das Papier reißt dann immer mehr ein. Am besten, ihr schneidet dann die Kante einfach weg, wo es eingerissen ist. Oder ihr macht ein Bändchen drumherum, sodass man das nicht mehr sieht. Oder ihr klebt eine Palette drauf, einen Glitzerstein. Dann, naja, je nachdem, wie dolle das Papier natürlich einreißt. Da kann manchmal der Glitzerstein zu klein sein dafür. Ja, damit das Küken ein wenig hervorspringt aus dem Hintergrund, habe ich jetzt noch einen Abstandshalter aufgeklebt. Es kommt noch ein Spruch drauf. Diesen finde ich wirklich ganz witzig. Feierliche Grüße. Also für Ostern bin ich gewappnet. Die ersten Karten sind fertig. Und klebe mir dieses Hühnchen auf. Hühnchen, es ist ja noch ein Küken. Und dann war es das ja aber auch schon. Und ich war ganz stolz, ich habe kein Dudelrand gezogen. Also mein schwarzer Rahmen ist diesmal weggeblieben, dass die Karte wirklich ganz einfach und schlicht ist. Und ihr seht, die macht trotzdem was her. Und der Kartenhintergrund ist wirklich so schnell gestaltet. Ich kann es nur empfehlen, probiert es mal aus. Vielleicht ist das was für euch. Ihr könnt natürlich auch einfach nur einen Kreis in einem Papier stanzen und das mal ausprobieren, bevor ihr euch irgendein Stencil kauft. Ich werde euch versuchen, das Stencil zu verlinken. Ich glaube, das habe ich von Create Smile gekauft. Da schaue ich nochmal nach. Aber das geht natürlich jedes Stencil, was ihr da habt. Ja, und wenn was übersteht, dann schnibbel ich mir das noch zurecht, wie jetzt in diesem Fall. Ich klebe mir die Mattung auf meine Grundkarte drauf und das war es dann schon gewesen. Einmal umgedreht und ein paar Leimkleckse hinten auf die Mattung drauf, sodass dann auf der Mattung nichts mehr zu sehen ist von den Leimstrichen. Oder ihr nehmt doppelseitiges Klebeband. Beim Leim habt ihr halt den Vorteil, dass ihr das noch schnell hin und her ruckeln könnt. Beim Klebeband klebt das ja dann meistens so, wie es klebt. Es sei denn, ihr macht das mit einem Trick 17, den ich euch schon ein paar Mal gezeigt habe bei meinen Karten, dass ihr ein Dreiviertel von dem Klebeband von der Folie stehen lasst und aufklebt und danach das Klebeband die Schutzfolie abzieht. Ja, und das war's schon mit der Karte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ihr könnt mir das auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Hintergrund fandet. Jetzt kann ich euch nur ganz viel Spaß beim Nachbasteln wünschen. Tschüssi, sagt eure Maren von Stempelhase.